Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich aber auch bei euch, bei Ihnen allen, die über die ganzen Jahrzehnte, über die ganzen Jahre hinweg immer das Thema Frieden und das friedliche Miteinander hochgehalten haben, während andere sich zurückgezogen haben. Was haben wir gelernt aus den vergangenen Jahren, der vergangenen Kriege, nach dem 11. September 2001? George Bush hat dieses zum Anlass genommen, in ein Land hineinzugehen, um mehr verbrannte Erde zurückzulassen und dieses einfach vor dem Vorwand zu sagen, wir wollen gegen den Terrorismus vorgehen. Viele, viele Zivilgesellschaft, viele Frauen, viele Familien, Menschen, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben, sind umgekommen. Gehen wir weiter in den nächsten Krieg, in Afghanistan. Seit 10 Jahren befinden wir uns dort in der Auseinandersetzung, im Krieg. Wie lange hat es gedauert, bis endlich die Politiker eindeutig erkannt haben und es ausgesprochen haben, dass wir uns dort in einem Krieg befinden? Lange ist dieses so nicht artikuliert worden. Ein Krieg ist ein Krieg. Und bisher hat ein Krieg noch nie dazu beigetragen, dass wir irgendwo Frieden vorgefunden haben. Ganz im Gegenteil. Wir sehen jetzt, und das hat Herr Bernhard Trautwetter gerade sehr, sehr deutlich und anschaulich gesagt, wir sehen jetzt, was davon geworden ist, dass jetzt die Menschen hierher kommen, weil sie dort, wo verbrannte Erde zurückgelassen wurde, nicht mehr leben können, für sich selbst, für ihre Familien, für ihre eigene Zukunft keine Perspektive mehr sehen. Das ist ein flehender Ruf an uns, Schluss zu machen mit Kriegen. Zum Thema strategische Kommunikation. Ein Krieg, hat der Bernhard gerade zu Recht gesagt, ist ein Krieg. Und ein Krieg kann man nicht schönreden. Und man kann das, was in Paris jetzt passiert ist, nicht mit einem Gegenschlag beantworten, sondern wir müssen andere Antworten finden. Wir müssen Antworten finden, dass wir den Menschen dort, wo sie leben, in Bildung, in Humanität und in andere Dinge investieren. Und das ist unsere Aufgabe. Insofern bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch und von Ihnen, dass Sie hier heute sind und an allen anderen Demonstrationstagen, da wo es um den gemeinsamen Frieden auf dieser Welt geht. Denn wenn wir uns die Welt von oben anschauen, gibt es keine Grenzen. Nur wir Menschen machen sie in den Köpfen und auf dem Erdball. Und das muss aufhören. Ganz herzlichen Dank.